Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Der nächste Champions Guide steht an. Es ist soweit, ich habe den neuen Champion Kalina bekommen und habe euch versprochen, dass ich sie für euch testen werde. Ich habe ja schon mal drüber geschaut, auf dem Forerunner-Server gibt es die schon. Und von der Bewertung her war sie echt nicht so doll, außer beim Gildenboss soll sie relativ gut sein. Ich habe das jetzt für euch getestet, sie ist bei mir komplett erweckt, hat alle Skills auf Maximum, von daher die perfekte Ausgangslage, um für euch zu testen. Und ja, fangen wir an. Und zwar reden wir von den epischen Champ Kalina. Sie ist eine Magierin von der Fraktion Esoterica. Sie hat eine wirklich richtig gute Angriffsreichweite, ist aber meistens so bei einem Magier. Sie hat Burst Damage und absoluten Damage. Sie hat ein Talent, verursacht keine kritischen Treffer. Jeder Angriff hat eine Chance von 50%, absoluten Damage in Höhe von 50% des Heldenangriffs zu verursachen. Das heißt, umso mehr Angriff sie hat, umso besser ist es. Aber die Chance 50%, okay, verursacht aber keinen kritischen Treffer, ne? Also so richtig überzeugt bin ich ehrlich davon nicht gewesen, schon von Anfang an, aber dazu werde ich euch nachher noch im Video mehr dazu erzählen. Gehen wir über ihren Grundangriff drüber. Fügt einen Gegner 100% M-Damage zu, 110 geskillt, ist nichts Besonderes, Standard eigentlich für einen epischen Champ. Nachteil ist wieder, es ist nur ein Gegner. Erhöht Angriff um 20%. Wenn sich mehr als ein Gegner in Reichweite befindet, wird der Angriffserhöhungseffekt pro einen zusätzlichen Gegner um 5% reduziert, bis zu 15%. Das ist halt echt heftig. Da habe ich euch ja schon auf dem Forerunner-Server erzählt, dass, ja, wo wenig Gegner sind, ist sie gut. Umso mehr Gegner in der, ja, in der Gegend sind, macht sie halt weniger Schaden, weil der Angriffserhöhungseffekt halt wirklich dann immer um 5% pro Gegner sinkt. Ist halt eine Passive, die echt schwierig ist. Wie schon erwähnt, beim Gildenboss soll sie halt deswegen gut sein, weil da gibt es ja keine Gegner weiter. Aber so kampagnenmäßig oder so ist es halt relativ schwierig. Ja, gehen wir noch über die ultimative Fähigkeit drüber. Greift rapide ein zufälliges Ziel in Reichweite an, wobei jeder Treffer 50% Damage verursacht und den Talenteffekt auslöst. Wenn der ultimative Skill endet, wird Betäubung gewährt. Na, das ist die ultimative Fähigkeit. Ja, finde ich auch nicht so besonders. Greift rapide ein zufälliges Ziel an in Reichweite, wobei jeder Treffer 50% Damage verursacht. Finde ich jetzt nicht sonderlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, gehen wir noch über die Helden-Details drüber. Angriff finde ich nicht gut, selbst für einen epischen unter 400 finde ich generell nicht so toll, sollte schon Richtung 450 oder so gehen, das wäre auf jeden Fall wirklich gut. Es ist noch okay für einen epischen, aber da sie halt relativ viel Angriff benötigt, weil ihre Skills halt auf Angriff basieren, finde ich es einfach nur schwach. 377 sollte meiner Meinung nach über 400 sein, ja. Die LP ist noch okay, das passt. Der Rest wie immer so lala. Was ich auch negativ erwähnen muss, ganz ehrlich, für einen epischen Champ finde ich die Kosten von 18 ganz schön hoch. Das könnte auf jeden Fall niedriger sein. 16 ungefähr, das wäre so das, was ich für diesen Champ empfehlen würde, weil ich finde dafür 18 halt einfach zu hoch, weil sie für einen Gildenboss, gut, wenn man sie für einen Gildenboss einsetzt, ist es relativ unwichtig, aber wenn man sie noch woanders gebrauchen kann, finde ich es für einen epischen relativ viel. Der Angriffsintervall 2,6 Sekunden finde ich auch ganz schön hoch, muss ich sagen. Könnte etwas niedriger sein, weil sie ja dann wenigstens, wenn sie viel Schaden machen soll, schneller angreifen soll. Wäre noch toll, wenn sie vielleicht 2,4 oder 2,2 hätte. Aber wie gesagt, unter 3 Sekunden, sage ich ja mal, ist okay. Aber weil sie halt echt nicht so gut ist, wie gedacht, wäre halt hier nochmal ein bisschen besser, wenn der Angriffsintervall wirklich niedriger wäre. Gehen wir noch übers Erwecken drüber. Der ultimative Skill fügt dem Helden am Ende nicht mehr Betäubung zu. Das ist wirklich super. Wenn er einmal weckt ist, wird sie nach der ultimativen Fähigkeit nicht mehr betäubt. Angriff plus 5%, das ist wirklich sehr, sehr wichtig bei ihr. Während des ultimativen Skills wird das Intervall von schnellen Angriff um 30% reduziert. Wutregeneration plus 1 und jedes Mal, wenn das
Jedes Mal, wenn das gegnerische Ziel 5-mal Damage von Kalina zugefügt wird, erleidet es 1-mal zusätzlichen absoluten Damage in Höhe von 100% ihres Angriffs. Ne? Also bedeutet wieder richtig, richtig viel Angriff in ihr reinknallen und dann sollte es gut funktionieren. Ja, wie habe ich sie ausgerüstet, meine Kalina? Und zwar, hier ist sie, ich habe sie probiert im höllischen Gebrüll-Set. Habe relativ viel Angriff probiert, ihr seht, das hat hier wirklich relativ gut funktioniert. Da sind wir jetzt insgesamt bei fast 17k Angriff und das ist wirklich super. Bei 3,8 Ausgang ist das wirklich sehr gut, dass man hier auf 17k Angriff gekommen ist. Skills, wie gesagt, habe ich voll, genauso wie Erwecken, das habe ich auch alles voll. Und hier habe ich Träne der Dämmerung probiert. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe sie am Ende des Tages beim Gildenboss getestet. Mein Gildenboss-Team, ich habe jetzt einfach jemanden ausgetauscht. Das heißt, ich hatte Nocturne rausgenommen und habe sie mit reingemacht, weil Nocturne war einer, der so gegenüber Hex, Silas und Zillitu hinterhergehinkt hat. Zillitu ist so um die 100 bis 120k und Silas und Hex, die waren so um die 90. Und da dachte ich, gut, wie krass wird sie jetzt sein, wenn sie auf dem Forerunner-Server beim Gildenboss relativ gut bewertet ist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schlechter wie gedacht. Sie war bei 15k Schaden. Das war so auf ein Niveau von Pyros. Und er hat jetzt nicht mal das höllische Gebrüll-Set, er hat nur das Weisheitsset, was ich anhatte. Mehr Schaden wie Pyros hat sie nicht gemacht. Und das finde ich selbst für einen epischen Champ, was ja Pyros auch ist, sie aber für einen Gildenboss, finde ich, von ihren Skills auch gedacht ist, finde ich das zu schlecht. Und ich glaube auch nicht, wenn ich sie irgendwo anders ausgerüstet hätte, dass sie sich verdoppelt hätte. Ne? Ich finde es einfach mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, viel mehr gibt es jetzt beim Gildenboss zu ihr auch gar nicht zu sagen. Ich habe sie auch überall getestet. In den Ausrüstungsrates. Ausrüstung 1, 2, 3. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat nirgendwo überzeugt. Egal wo. Ich habe auch nicht nur immer die 21 getestet, teilweise auch die 19. Und selbst die 19 mit den 30% an Plus von den Stats her, die ich ja zur Verfügung habe, weil ich das ja schon geschafft habe. Also die Macht der Dominanz. Selbst dann war es relativ schwierig. Das Problem ist auch, sie wäre vielleicht für Gear Rate 2 noch zu gebrauchen. Sie hat selbst bei der 21 hat sie zum Teil guten Schaden gemacht, aber die Ulti, die ist zu kurz. Die Ulti ist viel, viel zu kurz und dadurch schafft sie nicht, die alle zu besiegen, sondern schafft höchstens dann 2, 3 gut anzukratzen, aber halt besiegen am Ende des Tages ist sie da relativ weit entfernt, weil ihre Ulti einfach nicht lange genug ist. Und das ist halt echt schwierig. Wir können ja mal kurz gucken. 8 Sekunden hält sie an, ne? Und das ist halt einfach zu wenig. Wenn die jetzt 15 Sekunden wäre, würde ich ganz ehrlich sagen, Gear Rate 2 wäre sie noch okay. Aber ich sehe das immer wieder so. Man muss ja sehen, das Spiel ist jetzt fast ein Jahr raus. Und jetzt kommt so ein Champ rein. Für alle Leute, die vielleicht jetzt gerade anfangen, kann sie gut sein, kann sie für Gear Rate 2 interessant sein, definitiv, kann auch für Gear Rate 1 interessant sein oder für Gear Rate 3, auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sobald ihr höher kommt, sobald ihr in den Gear Rates Richtung 18, 19 kommt, ist sie so gut wie nicht irgendwo zu gebrauchen. Deswegen meine Empfehlung, zieht sie bitte nicht hoch. Wer jetzt nicht irgendwie sinnlos Ressourcen sowieso zur Verfügung hat, der sagt, mir ist das egal, ich ziehe sie hoch und teste sie, dann könnt ihr das natürlich machen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, egal wo ich sie getestet habe, Fraktionsprüfung habe ich jetzt nicht getestet, da kann sie bestimmt noch ein bisschen interessant sein, aber ansonsten lasst es sein. Es ist ein Champ, den ihr aktuell nicht braucht. Ne? Gerade in der Phase des Spiels, wenn sie vielleicht am Anfang des Spiels zur Verfügung gewesen wäre, hätte man sagen können, vielleicht, wenn man gerade am Anfang ist, dass man jetzt beim Gildenboss normal oder schwer oder ich sag mal bis Albtraum 1 oder 2 vielleicht noch, dass man sagt, da ist sie wirklich gut zu gebrauchen, sie macht mehr Schaden als andere mit ihr, mit der Ausrüstung dann, da ist das okay, aber hier im hohen Bereich und viele Leute, ich sag mal bestimmt über 80% der Leute sind so weit, dass sie das Spiel schon länger spielen wie 2 Monate oder 1 Monat. Die wenigsten fangen gerade an. Von daher rede ich mal eher so für die Masse oder die Anzahl der Spieler, die jetzt aktuell das Spiel spielen
Und das sind halt einfach nur die Leute, die das meistens schon länger spielen. Es lohnt sich nicht. Und selbst wer es gerade angefangen hat, das Spiel, ich würde ganz ehrlich sagen, lasst es sein. Da gibt es viel, viel bessere Champs für den Anfang, die ihr genauso universell einsetzen könnt. Zum Beispiel Iona, wenn man jetzt Geared 1 oder so sieht. Selbst Aeon ist wirklich gar nicht so schlecht. Oder Creed, wer ihn hat, wirklich geil. Geared 3, Maul und so weiter und so fort. Da gibt es genug epische Champs, die richtig, richtig gut sind, dass man sie nicht unbedingt benötigt zum Hochziehen, höchstens halt für einen Gildenboss, wie gesagt, wenn Ressourcen sowieso zur Verfügung sind, dann ist das okay, aber ansonsten, meiner Meinung nach, lasst die Finger von ihr, denn ihr braucht sie einfach nicht, ganz einfach, das ist meine Meinung, lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen, würde mich wie immer brennend interessieren, ob ihr vielleicht eine Verwendung für sie gefunden habt, ich habe es nicht, gerade nicht auf den Richtung Endgame-Content, da ist sie definitiv meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, ich habe sie jetzt für euch hochgezogen, getestet, ich werde sie aber definitiv in der Bank wieder liegen lassen, aber ich habe ja immer gesagt, schmeißt keine Champions weg. Irgendwann kommt vielleicht mal ein großes Update über viele Champs, das weiß man nicht, das kann nach einem Jahr jetzt passieren oder anderthalb Jahren, dass man sagt oder dass das Spiel sagt, wir machen ein riesen Update, wo wir teilweise Champs verbessern, die halt wirklich gar nicht eingesetzt werden, ist ja in vielen Gacha-Games so wie Raid Shadow Legend, da ist es ja auch so, dass halt da viele große Patches kommen, wo halt Leute oder Helden halt generell gepusht werden wieder, dass sie halt öfters eingesetzt werden und verbessert werden. Ja, wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wie ihr sie findet, wer sie vielleicht getestet habt oder ob ihr generell meiner Meinung seid, würde mich wie immer brennend interessieren und guckt doch gerne in der Videobeschreibung bei meinem Partner Holy Energy rein, wer da Interesse hat, einen eigenen Gaming Booster oder eine Eistee-Variante oder eine ein Sportgetränk, schaut da gerne mal in der Videobeschreibung rein, meine Rabattcodes sind auch da verlinkt, wo ihr 5 Euro bzw. auf weitere Bestellungen 10% sparen könnt. Ja, und ansonsten wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream, euer Capo, macht's gut, ciao, ciao!